Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir sind wieder hier mit dabei. Und versuchen auch immer noch Bertram und so zu finden. Allerdings ist das momentan noch nicht die Hauptmission, die wir hier angehen. Ich versuche viel mehr. Dafür zu sorgen, jetzt schwingt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück, dass ich vorher alle Schätze und sowas einsammle. Huh. Wo ist der Schatz? Okay. Junge, muss der Schatz sein. Ich könnte sogar hinterm Haus gehen, warte. Ja, genau, da ist er. Wunderbärchen, dann hole ich mir den raus. Hey, steh auf und zieh eure Erde zum Hafen. Wir lösen den Anker. Okay. Da ist auch was zum Holen. Hoffentlich ist da ein bisschen mehr drin als den üblichen. Was weiß ich, weil wir auf einer fremden Insel sind. Vielleicht ist da... Ja, sonst die nicht besteigen, sollst du es auch machen. Öffnen! Rum, okay. Was? Ziel verloren? Was für ein Ziel? Hat er mich nicht einfach in die Mission reingeworfen oder was? Ja, dann ist das ja gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, ich will erst alles hier haben, bevor wir loslegen. Also ist es egal, ob wir das Ziel verloren haben oder nicht. Und wir kümmern uns erst um die Schätze und sowas. So. So, der auch weg. Und tschüss. So, der ist weg. Den habe ich hinter nicht. Die haben mich gerade zum Boden gekickt. So. Das war's auch mit euch, ihr Lieben. Schau mal, der Schatz ist. Schatz. Wie auch einer. Wie auch. Das ist irgendwie so so offensichtlich, aber mal. Wie hier einer durch das Ganze vorrennt. Ja, absolut gar nicht so aussieht wie der Rest. Die Schiffsflotte wurde vernichtet. Eigentlich müsste überall gesucht werden, wie so ein paar Verrückte. So, du wirst... Hä, was? Wie konnte ich denn nicht als menschliches Schild nehmen? So. Mist. Okay, da ist doch erwischt. Ich versuche mal zu einem Nymph zu werden. Gut, okay, schnell zu dem Feind, schnell zu den Leuten da. Schnell! So, nein! Oh, das gibt's echt nicht. Nein, so, oh, egal. Hallo? Wo sind die? Ach da. Ist keiner gestorben zum Glück. Aber hier ist doch irgendwo. Ah, guck mal da. Das ist ganz schön waghalsig, Edward. Ach, sag nicht. Ach du Güte, da muss ich extra hier runterspringen jetzt. Um das Ding zu bekommen. Das ist krass. Und wir haben vergessen, die Drohne zu holen. Nö. Aber wenigstens haben wir das Animus-Fragment geholt. Und gleich können wir auch Birches und Cochran suchen. Jetzt aber den ganzen Weg hier hoch. Ich kann dafür nichts, ne? Ich kann nichts dafür, dass ich da runterspringen musste. Meine Schuld, nein! Wo ging es jetzt hier hoch? Hä,
Ach ja. Natürlich stehen die wieder hier. Obwohl ich sie schon gekillt habe. Die stehen einfach wieder da. Da war ich so intelligent und habe gleich die Große erledigt. Ich hätte natürlich auch aufschießen können auf die Fässer, aber warum? So. Dann geht's wieder über die Palisade drüber. So. Darüber, hier und über die Palisade. Wo ist eigentlich der Typ hier hin? Der muss doch eigentlich hier sitzen noch, oder? Wo ist der hingegangen? Werden die jetzt auch wieder alles voll mit Waffen? Habe ich mir schon fast gedacht. Mist. Tschüss. So, ich renne mal durch. Mal schauen, was dann passiert. Vielleicht verfolgen sie mich irgendwann nicht mehr. Oh, ich habe am Ende das Ganze vorher hinter mir her. Das geht natürlich auch. Mann. Tschüss. Tschüss. Dann kann ich den blocken. Bug oder sowas gerade. So, ganz einfach. Alle erledigt. Und jetzt haben wir auch endlich den Schatz hier. Flaps. Und was müssen wir noch machen? Noch 3 Animus-Fragmente, das war's. Und einmal befreien. Ach ne, das war eine Ruhe. Also es wird nicht mehr allzu lange dauern. Für die, die sich immer nicht gedulden können. Weil das Spiel nicht weitergeht. Das ist ja Teil des Spiels, ne? So, Moment. Komm ich nicht durch, okay. Ah, okay, das ist also... Das ist aber... Die ist ja nur mit Bambus in... Quatsch, mit... Mit irgendwelchen Paddeln, Palmwedeln dahinterlegt. Wie sollen das halten? Das kannst du locker... Weißt du wie? Kommt doch jeder sofort durch. Okay, das hat er geschafft. Eigentlich, da muss ich auch springen. Leute, ich will doch nicht alle 3 fortlang springen. Okay, dann lasse ich das erstmal hier, wo es ist. Dann kümmere mich eher dann hier so drum. Was schießen die schon? Ich hätte bekloppt. Ich habe schon geschossen. So, ich konnte nicht mal hinrennen rechtzeitig. Und wenn ich gerannt werde, ich ihn nicht erreicht. So, dann erledigen wir das mal kurz. So, der ist tot. Huch. Hallo, das... Lass mich aufstehen, Mann! Okay. Also, das Fragment da können wir noch nicht holen. Die Mission ist jetzt auch nicht mehr verfügbar. Wenn ich mich umdrehe, müsste hinter mir noch irgendwo... Loot sein. Ist es aber nicht, okay. Und da unten ist noch ein Fragment. Wow. Ich will aufpassen, wo ich runterspringe. Okay, wunderschön. Das heißt, hier komme ich ganz easy runter. Ach, hier bin ich wieder im... okay. Nehmt nur, was ihr tragen könnt, ihr Mann. Wir warten auf niemanden. Kann natürlich passieren, dass ich gleich wieder desynchronisiert werde, weil ich den Typen nicht verfolge. Aber ich will erst diese Dinger haben. Jetzt schwingt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. So, okay. Uns fehlt noch das
Da ist auch noch ein Animus-Fragment, das ist unten beim Hafen. Uns fehlt noch das Animus-Fragment hier, das holen wir uns jetzt so. Okay, unten beim Hafen ist also noch eins. Ja, wir werden gleich desynchronisiert, weil wir die nicht töten. Passt schon. Ich renne aber mal durch. Den hole ich mir noch. Den hole ich vielleicht doch nicht. Wo geht's denn hier? Wo? Was willst du denn? So. Weg. Hier. Okay, alle haben uns, sehen uns nicht mehr. Alle verfolgen uns, aber keiner sieht uns mehr. Alles klar. Ach ne, gut. Einige sehen uns auch. Hey, wo kam ich denn hier hoch? Ich hab keine Ahnung, aber ich sehe gerade. Na dann hüpfen wir die halt alle mal ganz kurz hier. Hallo? Ich kann den Typen nicht kontern, ich kann ihn gar nicht mit dem anstellen. Oh, er konnte doch noch. Jetzt geht das. Ach meine. Ja, so gut, dass kein Dinger dabei ist. Schon viel zu lange dauert jetzt. So. Mensch, Johann. Und da ist irgendwo ein Animus-Fragment noch. Achso, hier über mir wahrscheinlich. Deswegen auch die Palme. Ich dachte, vielleicht ist eins unter Wasser. So, da haben wir das erledigt. Aber... Achso, wir können eine Schnellreise hier machen. Das ist natürlich... Ist Schnellreise nicht verfügbar? Schnellreise? Auch nicht verfügbar. Was soll der Mist? Machen wir halt eine Jack... Geht auch nicht. Ich muss da jetzt hochklettern. Das ist... okay, gut. Also. Ich sehe aber den Weg nach oben gerade wieder. Der war ein bisschen versteckt hier hinter dem Hügel. Ja, passt schon. Stirb. So. Eine Fresse. Drauf. Und stirb. So, jetzt holen wir uns das letzte Animus-Fragment. Komm, 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 komm. Ich will das ein bisschen schneller sehen hier. Birch aus dem Kopf eliminieren. Okay, wir haben irgendwie den Auftrag noch. Das gefällt mir ja sehr gut. Das ist der, der verschwindet also nicht, der Auftrag. Dann schwimmen wir halt jetzt einmal um die ganze Insel rum und kommen dann von der Hafenseite an. Sind ja nur 100 Meter, das passt schon. Und das hat man eigentlich jetzt auch. Moment, ich gucke mal nach. Nein, da liegt noch eine Kiste, das gibt. Boah, ich drehe gleich durch. Nee, wir kommen trotzdem von der Hafenseite. Moment, wir gehen von der Hafenseite an die Kiste rein. Das gibt's ja nicht. Ja, sorry, dass ich die holen möchte, aber wie gesagt, ich möchte wirklich mal versuchen, bei seinem Spiel 100% zu erreichen. Und ich habe das Gefühl, wir kommen hier später nicht wieder zurück. Deswegen müssen wir da unbedingt an diese Kiste noch ran. Und der könnte offensichtlich behindert zu laufen im Wasser. Der für Schwule ist. Hey du, Freund! Natürlich bin ich nicht rechtzeitig. Okay, gut. Töten. Ist der eine von den beiden, oder wie? Der wollte Alarm schlagen. Gut, den da hinten hole ich mir mal einfach. Dann habe ich einen schon mal getötet von beiden.
So. Ich weiß jetzt nicht, ob das Burgess oder Cockrum ist. War mir auch relativ egal eigentlich. Ich habe noch Pistole voll. Das passt mir auch. Dann holen wir kurz den letzten Schatz und dann geht's endlich los. Der müsste doch hier oben sein, oder? Nicht, dass ich jetzt ein bisschen hochrenne. Ja, der ist da hinten, okay. Moment, hier ist ein Fels. Da ist eine Wand. Wo ist der Schatz hin? Hä? Ah, hier geht's raus, alles klar. So, den Helm können natürlich auch den letzten Schuss für den Burkra, für den Cockrum. Oh, ich habe keine Ahnung mehr von, ich habe keine Ahnung mehr von den beiden, wer ist. Warum steht, warum ist hier ein Wachposten? Hier kommt doch niemand vorbei. Wer öffnet denn hier einen Wachposten? Und wo ist mein geliebtes Schätzelein? Hä? Der ist hier anscheinend gestorben. Hier war ich doch gerade. Muss ich da hoch oder was? Ach, das ist eine Höhle, alles klar. Das war also der Wachposten für den Schatz, der in der Höhle gelagert wird, statt in ein Lagerhaus zu lagern. Wunderschön, alles erforscht. So gefällt mir das. Und jetzt, meine Freunde, können wir in der nächsten Folge... jetzt kriege ich hier Kommentare. Nee, in der nächsten Folge werden wir dann die beiden Leute töten, oder den letzten. Einen haben wir ja in dieser Folge schon getötet. Also ihr könnt gar nicht sagen, wir haben nichts geschafft. Wir haben einen Menschen getötet. Das sollte man immer anstreben in jeder Folge eines Let's Plays. Oder man lässt es auch einfach bleiben. So, der ist auch tot. Okay, meine Freunde, 80 Meter bis zum Ziel in der nächsten Folge. Adios.